herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Natürlich werden wir heute Video über GTA 6 sehen, was denn auch sonst, denn es ist auf jeden Fall eine Wahrscheinlichkeit da, dass wir in ein paar Monaten schon einen GTA 6 Trailer-Ankündigung bekommen könnten seitens Rockstar Games. Ob es passieren wird, wissen wir momentan nicht. Aber was wir wissen, sind einige Informationen und Sachen, die uns in der Vergangenheit mit diesem Leak, was wir bekommen haben, wo wir das gesamte GTA 6 Gameplay gesehen haben, einige Sachen sind da, was uns, wie gesagt, nicht aufgefallen ist. Und das werden wir in diesem Video besprechen und merken und sehen, wie detailreich Rockstar Games eigentlich an GTA 6 arbeitet. Und wenn du keine weiteren GTA 6 News verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Hier bist du immer auf dem neuesten Stand. Gib mir ein Like und kommentiere das Video hier, um würde mich sehr supporten. Und folge mir auf Instagram. Dort heiße ich Mr6-YT für YouTube. Laut den Leaks gibt es einen Charakter namens Wayman. Wayman soll ein Autohersteller sein, wie wir es in GTA 5 zum Beispiel, ich glaube, der hieß Simon, haben, für den wir halt Autos klauen können, diese Autos dann bei ihm verkaufen können und so weiter und so fort. Also Autogeschäfte werden in GTA 6 wieder Thema sein. Das haben wir auch in GTA 4, GTA 5, GTA 3, was weiß ich was. Autos natürlich ganz klar, dass sie ein wesentlicher Bestandteil des Spiels sind, und in GTA 6 wird dies auch der Fall sein. Ihr könnt sogar Autos aus dem Autohandel da klauen, aber ich weiß nicht, ob es so Sinn macht, außer es gibt wirklich da Autos, die ihr normalerweise auf den Straßen sehr, sehr selten findet, aber sonst würde es keinen Sinn machen, wenn ihr jedes Auto auf der Straße findet oder sonst irgendwas klauen könnt, ne? In GTA 5 habt ihr auch jedes Auto gefahren, was wir momentan haben, außer natürlich, wenn ihr nicht genug Geld habt in GTA Online, dann könnt ihr nicht jedes Auto fahren, aber um ehrlich zu sein, wir spielen sowieso erstmal die Story und dann kommen die meisten Autos eh danach. Unsere zwei Charaktere haben gewisse Verhaltensmuster, je nachdem, was für einen Status sie in der Gesellschaft bzw. zu den Freunden haben, und dann je nachdem, wie sie sich kleiden. Wenn ihr zum Beispiel in einem teuren Restaurant seid, müsst ihr euch halt dementsprechend gut kleiden, und euer Charakter wird sich auch dementsprechend verhalten. Er wird da höflicher sein und wird nicht so Sprüche rauskloppen, wie wenn er jetzt gerade in der Schießerei ist oder sonst irgendwas. Also eure Charaktere passen sich je nachdem mit dem Verhalten in Bezug auf die Umgebung an, und eure Klamotten müssen auch, je nachdem wie ihr behandelt werden wollt, halt auch angepasst werden. Vielleicht gibt es sogar in Clubs, wir haben auch Discos dort, dass ihr euch gewisse Klamotten anschaffen müsst, um diesen Club zu betreten. Ansonsten könnt ihr nicht rein. Was auf jeden Fall klar ist, dass wir sehr viele offene Gebäude in GTA 6 haben werden, die wir betreten können. Das war ein großer Kritikpunkt in GTA 5, dass wir nicht dort genug Punkte haben, beziehungsweise Locations haben, die wir betreten können. In GTA 4 hatten wir gefühlt mehr, aber in GTA 5 wurde dies runtergefahren, aber in GTA 6 wird dies wieder hochgefahren. Die Tierwelt ist auch viel lebendiger, denn die bekämpfen sich auch unter sich, das heißt, Tiere können gegen andere Tiere kämpfen. Es gibt ein Slenderman-Referenz im Spiel. Slenderman, wenn es einige nicht kennen, ist es ein Charakter, was sehr gruselig ausschaut, und es taucht halt im Dunkeln auf, und wenn ihr genau wisst, wie dunkel GTA 5 sein kann, wenn dort nicht genug Löcher sind, dann kann es schon für einen Horror-Move sorgen. Das heißt, Slenderman könnte in GTA 6 vorhanden sein, wenn du zum Beispiel im Wald läufst im Dunkeln, dass dieser Punkt bzw. das Event zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert wird und ihr von diesem Slenderman verfolgt werdet. Das ist auf jeden Fall ziemlich gruselig, Mann. Achtet mal auf das Detail. Das ist Rockstar Games, Leute. Es gibt anscheinend in GTA 6 Waschbären, die halt im Müll durchwühlen und die halt mal rausklettern können, je nachdem, wo ihr seid. Und Waschbären können auch Sachen von den NPCs klauen. Boah, wie geil. Stellt euch mal vor, ihr läuft halt durch eine Gasse und ihr hört so Geräusche, Mülleimer, und dort kommt einfach ein Waschbär raus. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich geiler Move von Rockstar Games. Einfach das Detailreichtum von Rockstar Games bzw. diese Ideen und diese Umsetzung, die sie haben, ist ziemlich krass. Das Bermuda-Dreieck ist auch im GTA 6 vorhanden, und ich bin mal gespannt, ob es irgendwie dazu sorgen wird, je nachdem, wenn wir da fliegen, dass unser Flugzeug abstürzt oder sonst irgendwas. Ich meine, ihr könnt euch genug Dokus anschauen oder ihr kennt halt das Bermuda-Dreieck. Dort passieren sehr mysteriöse Sachen, und ich könnte mir vorstellen, dass Rockstar Games irgendwie ein Easter Egg dort einbaut und dass wir, wenn wir da durchfliegen zum Beispiel, irgendwie, dass unser Flugzeug abstürzt oder sonst irgendwas, dass die Elektrik nicht mehr geht. Also das wird auf jeden Fall sehr interessant sein. In GTA 6 werden wir auch die Route 66 haben, und die erstreckt sich über ganz Miami. Also könnte es sein, dass die erste Map-Erweiterung halt ein Teil von Mexiko sein wird. Wir haben ja die Information von Jason Schreier bekommen, dass die Map von GTA 6 eine gewisse Größe haben wird und dies immer mit der Zeit erweitert wird. Und natürlich könnte es sein, dass wir auch Mexiko, die haben ja Projekt Amerika, ist ja in GTA 6 vorhanden. Rockstar Games wollte einen
großen Bestandteil von Amerika in GTA 6 einbauen, war auf jeden Fall ein sehr großes Projekt, weswegen sie es am Ende nicht machen konnten, weil es einfach ein hoher Aufwand war. Also haben sie sich dazu entschieden, nicht halt sehr viele Ortschaften von Amerika mit reinzunehmen, sondern einfach die Map immer mit der Zeit zu erweitern. Also könnte auch Mexiko zum Beispiel im späteren Verlauf von GTA 6 hinzugefügt werden. Was auch kommen wird, dass wir keine Ladezeiten in GTA 6 haben werden. Das haben wir in GTA 5 bzw. am besten in Red Dead Redemption 2 gesehen, dass quasi die Gameplay-Szenen, wenn eine Zwischensequenz kommt, wir automatisch in das Gameplay hineingeworfen werden und wir einen flüssigen Übergang zwischen der Szene, also der Zwischensequenz und dem Gameplay haben werden, und sowas wird in GTA 6 auch vorhanden sein. Was ist deine Meinung dazu? Findest du diese Sachen interessant? Was sagst du zu diesen ganzen Informationen, die hier in dieser Liste vorhanden sind? Ich bin auf jeden Fall sehr gehypt auf Rockstar Games und das Spiel GTA 6. Sie werden auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Ding draus machen. Deine Meinung in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Like und kommentieren nicht vergessen und bis dahin, tschüss.